So, willkommen zu Teil 2 unseren Terra Mini PCs. Ja, in diesem Video wollen wir uns jetzt den Rechner heute mal aufschrauben und mal reinschauen, wie der schaut jetzt von innen überhaupt aus. Ja, das, der Teil 1 hat es auch ziemlich verwackelt. Ich werde jetzt versuchen, den Teil 2 auch ein bisschen besser wieder zu machen. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen, weil ich hatte ja auch nur begrenzte Zeit. Heute habe ich übrigens immerhin auch 3 Stunden ungefähr. Ein bisschen mehr Zeit, das sollten wir hinkriegen. Genau. Ja, wobei ich so viel Zeit investiere ich normalerweise nie in Videos, ne? Aber da war es halt schon ein bisschen knapp, weil da fast 20 Uhr war. Warum sage ich jetzt allerdings nicht? Hier habe ich auch schon mal einen USB-Stick vorbereitet. Hoffentlich wird die Qualität heute auch trotzdem besser. Ich habe jetzt auch heute letztens festgestellt, ich habe versehentlich die Auflösung versehentlich auf HD nur eingestellt und nicht auf Full HD. Ja, deswegen muss ich es auch noch kurz das Videoschnittprogramm schmeißen, damit ich wenigstens auf Full HD hatte. Filter habe ich jetzt auch am Handy sogar ein, kann man sogar einstellen. Ich habe gerade mal geschaut. Das heißt, die Farben müssten ja doch ab Werk schon ein bisschen besser sein. Weil die waren auch immer ein bisschen, die sah irgendwie ein bisschen blass aus, ich weiß auch nicht. Aber jetzt sieht es gut aus, so. Ja, das ist leider ein Lagerschaden. Die Lüfter habe ich festgestellt. Ich habe gestern ja schon mal kurz geguckt. Aber wir schauen uns das heute zusammen gemeinsam mal genauer an. Ich denke, man hört es auch ein bisschen. Ich gehe nochmal mit dem Mikrofon ein bisschen hier, Handy-Mikrofon ein bisschen dran. Hier. Ja, man hört es, so ein bisschen so komisch rauschen und ein wenig rasseln. Ja, da muss ich definitiv entweder mal versucht, die Lüfter zu reparieren, dass man, indem man vielleicht versucht, ob man da zwei neue Kugellager einbauen kann. Ich habe jetzt gestern schon Fett in die Lüfter ein bisschen reingetan, das hat aber nicht geholfen, da sind die Kugellager leider kaputt. Das ist immer der Nachteil bei dem Mist, wenn es immer Kugellager sind, statt diese Gleitlager, aber ich finde eigentlich die Gleitlager eigentlich besser. Weil wenn die ein bisschen rasseln oder rauschen, da kann man meistens dann ein bisschen neues Fett und ein bisschen sowas reinmachen, dann ist es meistens weg. Je nachdem. Bei den Teilen halt, wenn die Kugellager kaputt sind, dann musst du entweder neue Lüfter kaufen oder wenn es günstiger geht, dann halt versuchen, ob man auch klappt, ein neues Kugellager. Ja, ich habe so Lüfter schon gefunden, aber da müsste ich erstmal gucken, ob das von der Dicke her passen würde noch oder nicht. Weil das zu langsam drehende Lüfter ist auch nichts, aber soll halt auch nicht laut sein. Da muss man ein wenig aufpassen, damit das Teil noch genug Luft kriegt. Genau. So. Windows ist ja jedenfalls noch drauf. Das ist immer noch das gleiche. Ich habe natürlich jetzt den Treiberbooster runtergeschmissen und ein paar Programme. Aber es wird jetzt dann sowieso dann überschrieben, das Windows. Das bleibt jetzt eh nicht drauf. Dann machen wir noch eine Testinstallation, eine kleine. So, erstmal runterfahren. Und hier vorne sehen wir jetzt heute auch mal ein bisschen hier die orangen LED. Hoffe ich. Ja, das sehen wir natürlich wieder nicht. Wenn man vorhat, es aufzunehmen, geht es natürlich wieder nicht. Doch jetzt. Ja, da dauert immer ein bisschen länger, bis er sich abschaltet beim Runterfahren, habe ich festgestellt. Da müssen wir jetzt ganz kurz einen Moment warten. So. Ja, jetzt sieht man es schön. Zack, aus. Das ist eine richtig schöne orangen LED drin. So. Dann machen wir einmal hier Netzstecker aus. Stecken unser Stromkabel ab. HDMI-Kabel stecken wir ab. WLAN-Antenne habe ich jetzt dran geschraubt. Die ist hier tatsächlich jetzt hier unten, wenn der so rumsteht. Hier unten bei diesem Anschluss hier, was auch immer das hier eigentlich sein soll, das kleine. So ein 4-Pin-Stecker habe ich bis jetzt auch noch nie gesehen. Genau. Hier sehen wir nochmal eine richtig schöne von der Rückseite. Können wir uns nochmal kurz angucken. So sah er jedenfalls aus, der Rechner. Hier hinten mit den ganzen Anschlüsse hier, HDMI und so weiter, ne? Genau. Hier mit vergoldeten Anschluss. So. Dann legen wir mal die Tastatur auf Seite. Und dann schrauben wir den mal auf. Ja, man sollte es eigentlich auf eine Unterlage machen. Vielleicht lege ich auch noch was Kleines drunter. Ich habe ja was. Sieht zwar nicht schön aus. Nehmen wir einfach jetzt hier den Karton. Auf die Schnelle, weil. Aber es ist jetzt auch egal. Da kann jetzt nicht viel passieren.
Wir wollen jetzt nur mal kurz reingucken und ich hätte sowieso die Unterlage ein bisschen gebraucht. So, dann machen wir jetzt mal hier die zwei Kreuzschrauben auf. Das geht relativ schnell. Dann schauen wir einfach mal kurz rein und nehmen vielleicht mal den Kühler ab. Ah ja, die Leitantenne, zack, die schraubt sich hier schon ab. Die stört gerade etwas. Genau. So. Ich bin mal gespannt, wie das von innen noch aussieht. Ich kann vorab verraten, es könnte uns eine kleine Überraschung erwarten, was ich festgestellt habe. So, der ist auch schon offen. Hier haben wir einmal hier die 120 GB SSD von NetHack. Habe ich so eine Marke, habe ich auch noch nie gehört. So, da kann man jetzt hingehen. Kann man hier das vorsichtig hier rausnehmen. So, einmal hier drüben hochklappen. Vielleicht soll ich es mit der anderen Hand machen. Na, hochklappen. Bisschen hier ziehen. Also gestern hatte ich das hier ausgehakt. Heute geht's nicht. Vorführeffekt, wenn man natürlich ein Video machen will. Nanu. Ja, das ist jetzt wieder Vorführeffekt. Ja, wie immer halt. Kann man auch nochmal auf den Powerschalter nochmal drücken. Eventuell Restentladung. Also gestern habe ich es geschafft irgendwie. Da war es auf einmal ausgehakt. Da wollte ich es eigentlich gar nicht aushaken. Heute geht's nicht. Ah! Ich verstehe. Ja, zack, einmal nach hinten. Man muss es einmal in diese Richtung schieben. So, jetzt ist es ausgehakt, aber muss mir erstmal drauf kommen, dass es so eingehakt wurde. So, ihr seht die SSD. Genau, hier ist es. Die ist hier verbunden mit so einem Stück Kabel. Stecken wir mal aus, dass wir hier nicht noch irgendwas abreißen können. So, die legen wir mal kurz auf Seite. Der Rechner lief jetzt auch eine Weile. Oh, nichts an Wärme hier. Hier haben wir auf jeden Fall unsere zwei Arbeitsspeicherriegel. Hier könnte man wohl sogar noch eine kleine SSD sogar noch einbauen, eine kleine M2 SSD oder sowas. Da fehlt zwar der Abstandshalter, aber sowas hätte ich noch da. Könnte ich einen reindrehen eigentlich. Da wäre immerhin einer vorhanden. Das scheint hier zu fehlen. Hier unser WLAN-Modul mit Bluetooth. So, mal hier eine von Intel, wie es aussieht. Ah, Made in China steht natürlich wieder drauf. Jetzt bitte fokussiert. Hier unser Arbeitsspeicher von Samsung. PC4, ja, DDR4. Das müssten 2x8 GB sein. Hier unsere zwei Lüfter. Soweit so gut. Ja, die könnte man tauschen. Ich muss mal kurz gucken, wie hoch die sind. So, da habe ich noch so ein altes Maßband. So, da kann man ja nicht mehr lesen, was draufsteht. Was das früher mal war, ist auch schon alt. Da waren die Zeiten übrigens noch normal. Aber mehr sage ich dazu nicht, weil es gehört jetzt auch nicht ins Video rein. Aber ich glaube, der ein oder andere weiß schon, was ich meine. Der, wo mich schon länger jetzt kennt, mit meinen Posts und so weiter. So. Was haben wir hier ungefähr für eine Dicke? Na doch, 10 mm eher. Von der Höhe ungefähr. Ja, doof. 15 mm von der Höhe her wäre schon knapp, weil ich glaube, dann würde es hier am Rand anstoßen. Das könnte vielleicht Probleme geben. Unter anderem hier wegen dem kleinen Staubfiltergitter oder was das darstellen soll. Theoretisch könnte man es auch ein bisschen entfernen. Kommt vielleicht die Luft noch mal ein bisschen besser durch. Weil dann sind nämlich die Löcher ein bisschen größer. Aber es soll ich eigentlich original lassen. So. Außer es wäre natürlich jetzt ein Schaumstoff. Ne? Wenn das jetzt Schaumstofffilter wäre, dann hätte ich den Schaumstoff wegmachen, weil durch Schaumstoff kommt die Luft definitiv nicht gut durch. Das würde ich auch bei Gehäuse machen, wenn da so ein Schaumstoff in der Front ist. Schaumstoff würde ich da rausnehmen. Ist besser. Dass die Luft schöner durchkommt. So. Dann nehmen wir erstmal hier die zwei
Mir ist eine Sache auch schon hier aufgefallen. Im positiven Sinne. Ja, hier ist das Licht jetzt besser wieder in der Ansicht. Wir haben hier schöne zwei normale 3mm LEDs. Das heißt, die könnte man im Falle eines Falles auch tauschen. Vielleicht mache ich das auch, wenn ich Lust habe, noch. Aber heute auch nicht. So, damit wir weiterkommen. Wir haben ja auch einen ganz normalen Lüfteranschluss. Vielleicht können wir auch einen 3-Pin-Lüfter anschließen. 3-Pin kriegst du leichter. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie die laut die drehen würden. Das müsste ich vorher mit einem Testlüfter mal ausprobieren. Und dann könnte man vielleicht auch einen 3-Pin-Lüfter vielleicht anschließen. Ja, lass die mal gucken. Weil die sollten eigentlich auch eine gute Drehzahl haben, damit er genug Luft kriegt, weil nicht, dass hier irgendwas heiß läuft. Es ist gut, aber dass wir hier überhaupt Lüfter haben, weil das ist ja auch nicht immer so. Sondern haben wir hier einmal hier 4 Schrauben für die Lüfter. Die lassen sich ja auch ohne Problem hier abschrauben. Das siehst du, ich wollte eigentlich die... Ach, das RAM-Modul kann man eigentlich drin lassen. Erstmal. Das habe ich wollte hier rausnehmen. Lasse ich jetzt drin. Ich will jetzt den Kühler hier mal abschrauben. Dass wir da mal drunter gucken können. Vielleicht kurz Wärmeleitpaste tauschen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die aussieht. Aber vielleicht erkennt man hier schon eine Kleinigkeit, was ich meinte mit Überraschung. Wenn man hier ein bisschen drunter spitzt. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist, wie ich mir das denke. Ich glaube, ich lasse die Handytaschenlampe sogar ein bisschen an. Ich glaube, das ist fürs Licht sogar besser, sehe ich gerade. Kann man ein bisschen die Videoqualität noch ein bisschen verbessern, eventuell vom Licht. So. Ah, den habe ich schon gelöst. Ja, das ist doof, wenn man es mit einer Hand macht. Deswegen sieht es jetzt ein bisschen kurios aus. Da wird bestimmt wieder einer sagen, ja, lass die Finger vom PCs, bla bla. Habe ich auch schon mal in den Kommentar gehabt. Jetzt habe ich hier Dreck reingeschmissen. Versehentlich. Ist nur ein Stück alter Schrumpfschlauch, wo auch immer der jetzt herkommt. Ah, die eine Schraube muss ich hier noch lösen. Die ist noch ein bisschen locker. Ich hoffe, ich filme das einigermaßen jetzt ordentlich. Und ich kann ja gleichzeitig hier auf den Bildschirm gucken und auf meine Schrauben. So, jetzt haben wir die 2 Lüfter hier abmontiert. Jetzt ist weg. So, brauchen wir nicht. So, da haben wir unseren Kühler. So sieht das ganze Teil hier aus. Ja doch, mit Taschenlampe ist glaube ich ein bisschen besser. Dann schrauben wir jetzt hier mal vorsichtig hier die Schrauben hier mal lose. Dann gucken wir mal drunter. Mal bis schön gemütlich über Kreuz aufschrauben bitte. Sicher ist sicher. Das sollen wir immer so machen. Auch beim Anziehen. Da steht jetzt zwar keine Zahl drauf. Aber wenn wir das Ganze über Kreuz machen, sind wir auf der sicheren Seite. Zack, da springen auch die Schrauben schon hoch. Das merkt man. Vielleicht sieht man es. Oh ja, genau. Deswegen sollen wir es eigentlich so machen über Kreuz. So, jetzt schauen wir mal. Tatsache. Wir haben hier wirklich einen ganz normalen Sockel vermontiert. Ich bin echt positiv überrascht gerade. Wow. Das ist Wahnsinn. Ja, Wärmeleitpaste. Ich glaube, das ist jetzt ohne Taschenlampe wieder ein bisschen besser. Ja, die sieht nicht so ganz gut aus. Dann machen wir mal auf die Unterseite gucken. Ja, die hat echt bessere Zeiten schon mal gehabt. Ich glaube, die hat in der Mitte nicht mehr richtig Wärmeleitpaste aufgetragen. Ja. Die könnte man auf jeden Fall frisch machen. Pappt doch ein bisschen, so komisch. Aber die ist noch ein bisschen weich eigentlich. Ja, und hier ist unser besagter, der haben sie im Teil 1 ja schon gesehen. Ich glaube, ich mache da einfach nur ein bisschen Arctic MX4 dann schnell drauf. Ein paar Tropfen, wenn ich noch eine habe. Genau, hier haben wir unseren i5 hier richtig schön drin. Das ist aber gut, wenn der gesockelt ist. Vielleicht könnte man ja sogar hier hingehen. und den i7 reinbauen, den i7 7700, aber ohne K,
weil erstens mal können wir hier sowieso nicht übertakten. Also wäre das Verschwendung. Vorausgesetzt, es würde natürlich überhaupt erkannt werden, der i7. Können wir vielleicht noch was aufrüsten. Unser Netzteil hier soll ja auch... Was hat unser Netzteil? Haben wir gesagt, okay, das geht bis 90 Watt. Ich weiß jetzt nicht, was der i7 7700 hat, der ohne K, ob der sowas hat in der Art von die Watt. Und falls, ja, es könnte in der Toleranz sein, notfalls könnte man vielleicht noch ein größeres Netzteil suchen mit 19 Watt. Dann müsste es auf jeden Fall laufen. Denke ich. Wenn es erkannt wird überhaupt vom Mainboard, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Können wir mal kurz mal hier vorsichtig öffnen, den Sockel. Ob überhaupt die Pins überhaupt in Ordnung sind. So, also muss ich hier sehr vorsichtig sein. Ja, das sieht auch soweit alles gut aus. So sollte es sein. Da sehe ich jetzt gerade nichts Auffälliges. Auch hier unser Prozessor sieht von unten hier sehr gut aus. Also ich kann sagen, man kann sagen, was man will. Also das ist gefällt mir auf jeden Fall. Das ist cool. Wenn wir hier eine echte CPU drin haben und vor allem nichts gelötet ist. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut, weil im Falle, falls auch der Prozessor mal kaputt geht, könnte man den auch ersetzen. Genau, dann setzen wir den wieder rein. Ja, warum war der jetzt? Ach, so rum. Hier ist der Pfeil hier hinten. Jetzt habe ich den genau verkehrt rum. So. Ja, jetzt muss ich ja... jetzt habe ich hier Wärmeleitpaste, das ist schlecht. Jetzt hier Wärmeleitpaste in dem Sockel versehentlich reinmache, weil ich es am Finger hatte. So, dann setzen wir sich hier vorsichtig wieder oben rein. Ganz vorsichtig. Das war sowas geht schneller, als man denkt. Fällt ja die CPU im Sockel rein. Und dann ist der Sockel verbogen, die Pins. Ja, das sage ich nur AMD Threadripper, oder wenn man den ausspricht. Das hat mal jemand geschafft. Ich glaube, der ein oder andere, der wird auch wahrscheinlich wissen, wenn das mal passiert ist, ist Missgeschick. Flupp. Mainboard zerstört. Sockel zerstört. Ja. Genau. Hier haben wir wohl auch noch einen Chipsatzkühler. Da könnte man auch noch Wärmeleitpaste tauschen. Ja, aber das Mainboard schraube ich jetzt nicht mehr raus. Das mache ich irgendwann mal für mich. Und auch hier unten, da kann ich leider nur zwei andere LEDs reinmachen. Zwei Transparente, die dann eine orange leuchtet und eine, wo blau leuchtet. Habe ich welche da, das ist gar kein Problem. Und wenn ich vielleicht noch für die Front auch noch so kleine Lichtleiter hier finde, da könnte die, wo man ins Loch da reinstecken kann, vor es mit so einem kleinen Stück, dann kann man auch noch das vorne ein bisschen besser aussehen lassen. So kleine Optimierungen kann man immer machen. Die fallen dann auch gar nicht auf, wenn man es nicht weiß. Weil ich möchte das Ganze eigentlich soweit original lassen. Außer Wärmeleitpaste, die wird definitiv frisch gemacht. Auch hier unten drunter kommt Wärmeleitpaste neu. Da ist ja immer so ein hartes Zeug drunter. Unter dem Chipsatz. Genau. So, jetzt mache ich hier mal wieder ein bisschen Wärmeleitpaste drauf. Mache das kurz ein bisschen sauber. Dann sehen wir uns wieder beim Kühler zusammenbauen. So, CPU ist sauber. Hier auch jetzt der Kühler ist wieder einigermaßen sauber. Ja, diese leichte Verfärbung hier am Rand habe ich jetzt nicht weggekriegt. So, dann machen wir unseren Sockel wieder vorsichtig hier zu. Das taugt mir erstmal so. So. Schön wieder runterdrücken. Das müsste so passen. Hat jetzt wieder nicht scharf gestellt, also machen wir jetzt ein bisschen Wärmeleitpaste drauf. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen zeigen. Mit Gefühl. Ja, die ist immer ein bisschen flüssig hier. So viel will ich jetzt hier auch nicht auftragen, brauchen wir jetzt auch nicht. Das verteilt sich dann schon noch ein bisschen. Das wird auf jeden Fall besser sein wie vorher. Ja gut, man kann es auch ein bisschen mit der Spitze ein bisschen verteilen, da bist du in der Mitte ein bisschen... Mache ich jetzt einfach hier auf die Schnelle so, weil ich werde so wahrscheinlich sowieso wahrscheinlich nochmal abnehmen. Ja, das taugt schon so. Und ich gehe mit der Spachtel dann nochmal kurz drüber. So, dann können wir auch nochmal hier unsere Spitze ein bisschen sauber machen. Auf den Kühler. So. Deckel wieder drauf machen von der Paste.
Und dann passt die Sache auch. Ja, das sollte auch nicht sein. Ja, jetzt quetscht sich hier das wieder raus. Das ist jetzt dann definitiv zu viel. Ah, die ist aber so fast leer. Das kann ich jetzt wegschmeißen, die Spitze. Ich hätte jetzt zwar auch die Wärmeleitpaste nehmen können hier, die von Thermal Grizzly, die ich hier habe. Allerdings, das ist gerade eine Verschwendung, weil falls ich doch einen Prozessor tauschen sollte, dann wäre das auch nicht so gut. So, ich verteile das jetzt doch noch ein bisschen. Es ist auf jeden Fall besser wie vorher. Es geht schon so, ja. Auf jeden Fall. Sieht jetzt ja wieder viel aus, ist es aber eigentlich gar nicht. So, was ich dann auch immer gerne mache, ich tupfe das manchmal noch gerne hier ein bisschen so in der Mitte, ein bisschen so wie ein Kreuz, ein bisschen hier an. Dann sieht die Sache auf jeden Fall auch schon schöner aus. So, ein bisschen hier so tupfen noch. So mache ich das. Das hat jeder seine eigenen Methoden. Hauptsache, wir machen keine Sauerei. Und machen nicht zu viel drauf. So. Das taugt mir eigentlich schon so. So. Das taugt. Das passt jetzt schon so. Kann man auch hier wieder auch mal hingehen und hier noch ein bisschen hier die Spachtel sauber machen und hier auch noch ein bisschen verteilen das zum Spachtel kurz abstreifen. Das verteilt sich dann schon noch beim Zusammenschrauben gar. Dann ist wenigstens sauber. So, kann man so machen. So, dann kann man den Kühler wieder draufsetzen. Das doch Zusammenschrauben brauche ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen. Das ist jetzt quasi das gleiche rückwärts, auch wieder mit Überkreuz und so weiter. Und dann, ja, genau. So, genau. Schön Überkreuz anziehen natürlich. Am Anfang geht es gerade schwer mit einer Hand, weil die Feder jetzt wegen runtergehen muss. Wenn der Anfang gemacht ist. Genau. So muss das, ist es dann richtig. Es ist definitiv besser wie vorher. Also die andere Wärmeleitpaste aber wirklich nicht mehr so ganz so gut. Es müsste eigentlich jetzt auf jeden Fall besser sein. So fürs Grobe. Jetzt nur so ein bisschen vorsichtig anziehen, nicht zu fest. Bei dem Schraubenzieher, was ich jetzt hier habe, habe ich gar kein Problem. Der rutscht sowieso von der Schraube runter, wenn die Schraube fest ist. Genau. Dann ist wieder fertig. Ja, und dann natürlich unsere Lüfter. Die dürfen natürlich nicht fehlen. So. Passt schon. Dann wieder unser Lüfterstecker anstecken. Aber Speicherriegel haben wir ja schon gesagt. Das sind hier. Sind hier von Samsung, es sind eigentlich beide jetzt die gleichen. Das sieht gut aus. So. Genau. So. Dann können wir eigentlich auch schon wieder hingehen und unsere SSD wieder einbauen. Was haben wir jetzt gesagt? Jetzt geht es natürlich einfach. Wenn es einmal eingehakt ist und es geht hier nicht raus, einmal hier nach drüben schieben. Erst hier vorne hochklappen, habe ich ja schon am Anfang gezeigt. Da muss das ja ein bisschen hier so nach drüben geschoben werden. Dann hakt sich das hier vorne an der Spitze hier aus. Hier oben. Da ist hier so eine Halteklammer hier drunter. Ich denke, man sieht's. So, aber vorher natürlich stecken wir unser SATA-Stecker wieder an. Wenn das gerade klappt mit einer Hand. So, jetzt ist angeschlossen. So, dann setzen wir hier die einmal hier die SSD wieder rein. Und normalerweise müsste das eigentlich auch dann schon wieder an sich einschalten lassen, wenn wir jetzt alles wieder anschließen. Kann man mal testen, bevor ich den Deckel zumache. So sieht es natürlich jetzt aus. So, den Deckel lassen wir jetzt erstmal hier weg. Legen wir einfach mal hier hin. So, das passt so. Den USB-Stick werden wir dann noch kurz brauchen. Vielleicht machen wir noch eine kleine Windows 10 Installation und zum Testen. Und dann beende ich das Video und dann sind wir auch schon fertig. Ach ja, genau, HDMI-Kabel nicht vergessen. Wieder vorsichtig mit einer Hand anschließen. Ja, kommt natürlich wieder Geschwafel. Klar, jetzt haben wir natürlich wieder eine volle Stunde.
Ja, dazu brauche ich nichts zu sagen. So, dann schalten wir mal an. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten wir eigentlich auch noch ein Bild kriegen und sich das einschalten lassen. Dann sehen wir jetzt auch mal die Lüfter. Oh, und wir kriegen ein Bild. Ja, komm. Ja, das Messer ist ja abgedacht, glaube ich, gemerkt, dass man was verändert hat. Deswegen braucht es gerade kurz ein bisschen länger zum Hochfahren. Ja, oh ja, man hört's. Aber jetzt sieht hier unten die schöne LED jetzt blinken. Aber die Lüfter. Das ist nicht gut. Kann ich nichts machen, leider. Genau. Und hier unten ist die Power-LED. Da ist komischerweise eine schwarze Kappe davor, warum auch immer. So, dann gucken wir mal, ob wir Windows installieren können. So, so sieht übrigens das BIOS bei dem Lab, bei dem Terra aus, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Die Version ist sogar hier von 2018, es geht eigentlich sogar. Uhrzeit und so weiter stimmt auch. Genau. Okay, bei USB kann man jetzt hier gar nichts einstellen. Oder ich gerade gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, diesbezüglich vielleicht welcher Dings. Darf man das ja eigentlich aktivieren? Ach, F4 ist bei dem. Speichern und beenden. Ich wollte letztens auf S10 drücken. SS10, ja. Auf F10 drücken und da hat es nicht funktioniert. Das ist F4 bei dem. Wieder was anderes. So sieht es hier auch bei dem auf jeden Fall aus. So, wir brauchen auf jeden Fall UEFI. Ich hoffe, das klappt auch. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal voreingestellt. Weil mit CSM oder sowas finde ich jetzt hier komischerweise nicht. Ach, ich bin noch ein Depp. Jetzt habe ich wieder falsch gedrückt. So, ich weiß auch nicht, warum hier so viele Boot-Optionen aktiviert waren. Ich habe jetzt hier mal welche rausgenommen. Ich denke, das müsste so gehen. Ja, dann schauen wir einfach mal. Drücken wir einfach die F4-Taste, wie es hier steht. Speichern und beenden. Schauen wir mal, lassen wir mal Windows hochfahren nochmal. Ob es noch klappt. Jetzt war ich zu langsam. Aber ich will ja noch wissen, ob das auch dann mit dem UFI-USB-Stick funktioniert. Richtig in dem Windows-Logo. Weil ich glaube, das wurde noch irgendwie ein. Hat sich irgendwie ein Legacy installiert oder der hat kein Terra-Logo beim Hochfahren. Kann auch sein. So, dann stecken wir erstmal unseren USB-Stick an. Ich mache das jetzt über Windows und boot, versuche darüber zu booten. So, geh rein. Zack. Dann machen wir jetzt einen ganz einfachen Trick. Drücken hier die Shift-Taste und gehen hier auf Neustart gleichzeitig. Ja, das kann ich jetzt wieder schwer zeigen mit einer Hand. So, jetzt sagt er hier nämlich bitte warten. Hier steht. Dann gucken wir mal, ob man hier, ob das klappt. Ein Gerät verwenden. Hallo? Wieso wird USB-Stick nicht angezeigt? Was soll das denn jetzt? Das ist doch alles das gleiche. Wieso stehe ich jetzt so oft das gleiche hier drin? Dann muss ich das anders machen. Oder? Ein
UFI hat er aber erkannt. Dann müsste der eigentlich jetzt ins BIOS reingehen. Das hat er auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob das klappt. Vielleicht können wir hier auch über ein versuchen hier drüber irgendwie. Also mein USB-Stick hat er auf jeden Fall gefunden. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier irgendwie booten kann. Das ist natürlich jetzt wieder schwierig, wenn man sowas über Video macht, ne? Sind eh schon über eine halbe Stunde, so lange wollte ich das Video eigentlich gar nicht machen. Ja, da gibt es auf jeden Fall hier die Sachen. Weil ich verliere jetzt auch gerade langsam hier die Geduld. Vielleicht gibt es ja auch ein Bootmenü beim Einschalten. Muss ich mal suchen. Okay, jetzt habe ich jetzt zwar die SSD, ich habe ein F7. Was macht er bei Ender Setup? Ach nee, da macht das BIOS nur schon wieder auf. Ja, warum will der jetzt mal USB nicht erkennen? Das ist doch jetzt schon wieder Mist gerade hier. Oder muss ich hier doch noch irgendwas anders machen? Ah! Da ist er doch! USB-Key ist es. Ja, dann kann es ja nicht gehen. Na super. Probieren wir es halt nochmal. Vielleicht klappt es jetzt dann auch über Windows. Schauen wir mal. Ob man da jetzt dann findet. Weil ich wollte eigentlich über einen USB-Stick eigentlich booten. Gut. Vielleicht klappt es ja dann. Ah ja, jetzt geht's doch. Noch besser. Vielleicht ist jetzt der richtige. Wieso sind jetzt zwei Sachen ein? Ich probiere mal halt mal eins. Ob er es hinkriegt. Oder war das wieder falsch? Schauen wir mal. Es dauert wieder einen Moment. Wäre natürlich schön, wenn er es erkennt, den USB-Stick. Müssen wir mal ausprobieren. Dauert halt leider immer einen Moment. Aber er macht immerhin irgendwas. Aber es sieht gut aus im Moment. So, jetzt gehen wir hier trotzdem erstmal auf Shift plus F10. Ja. Machen hier erstmal unsere Disk-Part wieder auf, weil das mache ich echt gerne, weil dass wir die SSD dann löschen können auf der Schnelle, weil dann ist es nicht besser. List Disk war das, glaube ich. Noch GPT war aber richtig. Dann machen wir hier Select Disk 0. Wir können auch, glaube ich, Cell Disk, glaube ich, eingeben. Ein wenig verabgekürzt. Ich mache das immer so. Und dann machen wir hier Clean. Jetzt müsste der eigentlich die SSD leer haben. Schauen wir mal nach. Ich glaube, das hat geklappt. Das sieht gut aus. Machen wir einmal hier Exit. Nochmal Exit. Und dann können wir wahrscheinlich schon anfangen, unser Windows zu installieren. So. Nein. Ganz wichtig, nehmen wir hier wieder schön Windows 10 Pro. Ist eh das beste System. Auch immer Pro installieren. Oder über Tricks. Wenn es auch ab Werk nicht klappen will. So. Jetzt müssen wir leider wieder alles akzeptieren. Nutzer definiert und dann können wir hier einfach hier auf weiterklicken. Und dann sollte es jetzt gleich durchlaufen. Ja, das kürze ich jetzt kurz ab. Das kennt man eigentlich den Prozess, weil das Video dauert eh schon wieder zu lang. Und hier unten natürlich haben wir unsere Festplatten-LED. Jetzt sehen wir sie noch mal ein bisschen, wenn er was macht. Das ist doch schön. So soll es sein. Sieht man auch von vorne ein bisschen.
Ja, von vorne sieht man es nicht so schön leuchten. Das ist auf jeden Fall noch optimiert und fähig. Aber sonst passt's. Ja, das dauert auf jeden Fall jetzt im Moment. Genau. Aber es geht eigentlich doch relativ schnell. Jetzt hat er schon bei, ist er schon bei 80%, 81. Es kommt gleich die böse Zahl. Ja. Kommt der Observer, ich werde jetzt aus Absicht reinzoomen, wenn das kommt. Wenn er es halt überspringt. Komm. Ja. Ich sag nur Müllermilch, mehr sage ich dazu nicht, wo die sich so künstlich aufgeführt haben. Ja. Aber es hat andere Hintergründe, warum. Na, wir wissen ja warum. Was kann es auch übertreiben, sage ich nur dazu. So, klappt das jetzt oder klappt das jetzt nicht? Nee. Irgendjemand will ja mein Fotozeichen nicht anzeigen. Gerade. Wahrscheinlich vielleicht wegen der Filtereinstellung. So. Jetzt können wir aber auch noch kurz warten wegen die paar Prozent, weil ich stecke jetzt dann, wenn er Neustart macht, will ich den USB-Stick dann kurz abstecken, wieder ausstecken, weil den braucht er ja dann nicht mit einrichten, weil Windows ist ja eigentlich dann schon fertig installiert quasi. Komm, mach schneller. Aktion wird abgeschlossen, schick dich mal. So, wer jetzt im Neustart ist, ziehe ich den USB-Stick raus, weil den muss er nicht nur einrichten. So, zack. Dann sollte eigentlich jetzt alles klappen. Ja, okay, der hat kein Terra-Logo. Schade. Wäre schön gewesen, wenn er ein UEFI-Logo hätte. Aber vielleicht kommt es ja noch. Jetzt kann ich uns übliche Prozedur mit der Bereitschaft und so weiter. Ja, siehst du, mit Taschenlampe gehst sogar auch ein Ticken besser hier. Frag mich nicht warum, aber es sieht doch mit Taschenlampe ein bisschen besser aus. So. Ja. Und wenn ich das jetzt hier abgeschlossen habe, dann beende ich das Video. Ich hoffe, das Video hat euch dann natürlich trotzdem gefallen. Das Video dauert viel zu lange. So lange wollte ich eigentlich das Video gar nicht jetzt machen. Aber manche Sachen dauern halt einfach ein bisschen länger. Gerade wenn man es mit Video macht und auch ein bisschen labert dazu. Ja, ist halt so. Kann man nichts machen gerade. So, jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter. Ist er gerade durchgelaufen. Da ist auch schon die Maus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit dem Treiber gleich ausschauen wird. So, jetzt macht er wieder einen Neustart. Kennen wir ja alles. Aber er macht noch irgendwas. Ich glaube, die Treiber installieren ja gut. Das lasse ich ihn dann über Windows irgendwie machen, die Suche einfach. Ist ja nur ein Test-Setup. Nur eine Testinstallation. Ja. Man kennt es auf jeden Fall. Aber es ist ja schon mal gut, dass es funktioniert, bevor ich hier weitere Tests durchführe. Das andere System hat mir jetzt nicht so ganz gefallen. Ja, genau. Jetzt dürfen wir hier alles wieder auswählen. Das kennen wir ja. Deutsch. Nein, überspringen. Nein, ich habe kein Internet. Das wird alles schön überspringen. Alter, eingeschränktes Setup natürlich. Alles ablehnen, was geht. Immer alles ablehnen, definitiv. Ja. Was geben wir da jetzt ein zum Testen? Einfach mal UEFI Testsystem oder so. Oder leicht nutze. Dann nutze ich die SSD dann gleich vielleicht als Test-SSD nochmal weiter. Weil die kommt so, soll sowieso eine größere rein. Testsystem. Passt das rein oder? Nee, ist schon jetzt.
Nee, das ist wieder zu lang. Was nehmen wir da für einen Titel? Ist wieder zu lang. Nochmal. UEFI Win. Hallo? Insane Bro. Test. Ja, das passt auf jeden Fall gerade rein. Dann machen wir das so. So, dann wieder auf Weitergehen. Kennwort braucht man nicht. Ah, wieso ist das alles hier so groß gerade? Nein. Alles ja, alles beneinen, ablehnen, überspringen. Immer. Wichtig. Ganz wichtig. Auch hier wollen wir nichts übertragen. Immer das. Meistens ist es immer das zweite hier, was man nicht ab. Nein. 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 Jetzt nicht. So. Und dann sollte unser Desktop erscheinen und dann werde ich das Video auch beenden. Das Video dauert viel zu lange schon wieder. Viel zu lange. Ja, das dauert jetzt auch einen kurzen Moment. So. Das richte ich dann in Ruhe dann für mich ein. Ich denke, das kriegt jeder hin. Auf jeden Fall sollte man in die Feature-Einstellungen oder Feature-Einstellungen. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, dass ihr dann Framework 3.5 aktiviert. Ich würde es auf jeden Fall immer aktivieren. Weil manche Anwendungen brauchen es halt doch. Andererseits kann es auch passieren, dass Windows dann vielleicht sogar fragt, dass man das Feature braucht. Ach, wird es halt darüber erst aktiviert. Aber es ist nicht immer der Fall. Und so weiter und so fort, genau. Soll auch ein bisschen klassisch auch das wichtige Sachen mit dabei sein. So. Ja, bla bla, das dauert jetzt einen Moment. Aber er ist jetzt schon selber fast fertig. Ton müsste eigentlich schon gehen. Nein, also den Edge, den nutzen wir sowieso nicht. Ich mache das gleich mal ab Werk ein bisschen kleiner. Vielleicht klappt es auch schon. Wahrscheinlich auch erst, wenn ich den Grafiktreiber installiert hätte. Ach, Mist, habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt. Wo ist denn das jetzt? Anzeigeeinstellungen, hallo? Ah, ich kann die Bildschirmauflösung gerade gar nicht umstellen. Ja, okay, das klappt wahrscheinlich erst, wenn ich den Grafiktreiber wohl doch von Hand installiert habe. Aber das lasse ich jetzt hier rüber so suchen. Wenn ich es natürlich dann richtig installiere, mein Windows, mache ich es natürlich gescheit. Aber in dem Fall ist es ja nur eine Test-SSD, dann kann er es ruhig selber ziehen, sein Zeug, was er braucht. Da ist es mir jetzt nicht so wichtig. So, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Euer Elvin Sill aus Nürnberg. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen länger geworden ist. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Das war Teil 2, der jetzt etwas länger geworden ist.